Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ubi Tested. Heute möchte ich euch zwei Kompaktvans vorstellen, und zwar die wohl stärksten Vertreter ihrer Zunft, zumindest hier in Deutschland. Und zwar zum einen den VW Touran 1.8 TSI Highline und zum anderen den Opel Zafira 1.6 Turbo Innovation. Viel Spaß! Ja, und da sind wir auch schon im Opel Zafira angekommen. Was gefällt mir besonders gut hier am Opel Zafira? Am Opel Zafira gefällt mir besonders gut das Fahrwerk hier mit der Dynamik, mit dem Flexi-Ride-Fahrwerk, wie sich es bei Opel schimpft. Und zwar haben wir hier auch adaptive Dämpfer verbaut, die die Möglichkeit bieten, zwischen Sport, Normal und Tour hin und her zu schalten, hier oben über dem Bildschirm. Die Spreizung ist sehr, sehr gut gelungen und deutlich größer als eben beim Volkswagen. Hier hat man beim Tour-Programm wirklich sehr schön ansprechende Dämpfer. Er federt nicht unbedingt, er wippt nicht unbedingt nach wie viele, sondern er bietet tatsächlich einfach ein sensiblerer Ansprechverhalten auf Stöße. Gut, kurze Querfugen oder ähnliches kann auch der Opel hier nicht so perfekt wegbügeln, aber für den Alltag ist das schon deutlich komfortabel als der Volkswagen. Was gefällt mir sonst noch? Ja, während zum Beispiel Volkswagen noch auf zwei Navigationssysteme setzt, bietet Opel mittlerweile nur noch ein großes Navigationssystem und ein 7 Zoll Bildschirm, der hier verbaut ist, mit dem IntelliLink R4. Ja, es klingt etwas komisch, aber dahinter verbirgt sich im Endeffekt nichts anderes als ein 7 Zoll Monitor, der die Möglichkeit bietet, zu navigieren über die Smartphone-Applikationen Apple CarPlay oder Android Auto. Hier muss ich ganz klar sagen, habe ich auch beide Applikationen getestet, sowohl Android Auto als auch Apple CarPlay. Ich für mein Thema würde jedem empfehlen, der sowas nutzt, das Android Auto zu nehmen, denn Android Auto greift beispielsweise auf Google Maps und die aktuellen Stauinfos automatisch zu, sodass hier ein deutlich besseres Bild und auch eine deutlich bessere Grafikdarstellung für die Karte vorhanden ist, als es bei Apple der Fall ist. Zusätzlich sollte man allerdings denken, dass hier auch ein Datenvertrag relativ gut notwendig ist, besonders wenn man ins Ausland fährt. Entschuldigung. Hier bietet Opel den OnStar Service. OnStar ist im Endeffekt eine Art Concierge-Service oder Rundum-Sorglos-Service. Mit der OnStar-Taste hier oben am Innenspiegel kann man sich einen Berater ans Telefon holen. Der Anruf ist übrigens kostenlos, egal wo man sich befindet, auch im Ausland. Kann viele Sachen nachfragen, sich Adressen ins Navigationssystem übertragen lassen und so weiter. Ebenso vorteilhaft ist auch hier die Notruftaste mit dem SOS-Button. Hier kann ich tatsächlich Hilfe rufen und sämtliche Notfälle abarbeiten oder mit jemandem besprechen, der hier in einer Hotline sitzt. Der OnStar-Service ist ein Jahr lang kostenlos, danach kostet er 99 Euro im Jahr. Zusätzlich den Datenvertrag, der über Vodafone abgeschlossen wird, der kostet 10 Euro im Monat. Das finde ich eigentlich durchaus ganz gut. Ob man jetzt die OnStar-Service da oben benötigt, den Berater, um sich ein paar Sachen ins Navi zu schicken, ist ja Frage. Aber meine Empfehlung wäre auf alle Fälle, den Datenvertrag hier abzuschließen, und so ist das Navigationssystem dann auch in jedem Fall gut nutzbar. Ja, ansonsten das Platzangebot gefällt mir sehr, sehr gut im Opel Zafira, besonders mit dem Lounge Seating. Wir haben hier tatsächlich die Möglichkeit, die hinteren zwei Sitze nach innen leicht zu verschieben, die mittlere Armlehne zusammenzulegen und den Rücken der beiden zu einer formstabilen Armauflage umzusetzen, sodass es dann tatsächlich da hinten sehr, sehr viel Platz gibt. Schade, es gibt hier allerdings keine Tablet-Halterungen, sodass die Kinder da noch ein bisschen mehr rausholen könnten. Ebenso würde ich mir noch einen 230 Volt Anschluss wünschen. Ja, genau. Unter der Haube des Opel Zafira steckt übrigens ein 1,6 Liter Turbomotor namens EcoFlex Technologie. Der Motor leistet hier 200 PS, arbeitet wirklich durchzugstark. Schon von unten heraus simuliert er einen deutlich großvolumigeren Motor. Die Charakteristik ist auch eher saugertypisch, das heißt also mehr Drehzahl, mehr Leistung. Auch das Drehmoment ist dementsprechend etwas
volumiger ausgelegt. Das heißt, man braucht tatsächlich eben die Drehzahl hier. Spritverbrauch ist über die Langstrecke, und da bin ich sehr, sehr viel mit ihm gefahren, lag er bei 8,7 Liter, wenn man sehr, sehr viel Autobahn fährt, auch mit hohem Anteil 160, 170. Da muss man zugeben, das ist durchaus tragbar. Er ist vor allem auch sehr, sehr flott auch da oben. Tacho liefert tatsächlich 240 auf der Ebene, das ist auch nicht schlecht. Und ansonsten gefällt mir der Motor auch sehr, sehr gut. Er läuft sehr, sehr ruhig, hat obenrum ein kerniges Bild und ist damit auch wirklich ein sehr, sehr angenehmer Begleiter im Alltag. Und für mich macht er hier den Diesel etwas überflüssig. Wie das jetzt beim Touran ausschaut, sehen wir jetzt. Willkommen an Bord des VW Touran. Wir fahren jetzt hier seit 2 Wochen den 1,8 TSI Highline. Unter der Haube, wie schon der Name sagt, ein 1,8 Liter Vierzylinder Turbomotor mit 180 PS. Beim VW ist anders als beim Opel lediglich die Möglichkeit, hier ein Doppelkupplungsgetriebe zu bekommen. Der Opel ist ausschließlich mit einem 6-Gang-Handschaltgetriebe gekoppelt. Was fährt sich nun wirklich besser? Der Touran hat einen schönen Motor, der untenrum etwas, ja, wie soll man sagen, ein bisschen schwach auf der Brust ist, dafür obenrum deutlich besser geht, dann aber auch deutlich knurriger wird und auch deutlich mehr Sprit verlangt. Besonderes hervorzuheben beim VW Touran ist tatsächlich die Materialanmutung. Er wirkt einfach etwas besser und hochwertiger als der Opel, ohne dabei aber wesentlich besser verarbeitet zu sein, denn auch im Opel, im VW hier, haben wir vereinzelt Knarzgeräusche, immer wieder aus irgendwelchen Verkleidungsteilen. Ansonsten fährt der Touran sehr, sehr gut, hat ein sehr, sehr straffes Fahrwerk im Gegensatz zum Opel, federt trotz des dynamischen Dämpfersystems straffer und härter und dadurch etwas unkomfortabler, bietet aber dafür auf der Langstrecke die Möglichkeit, bessere Assistenzsysteme zu nutzen. So ist zum Beispiel ein aktiver Spurhaltesystem gegenüber einer Spurverlasswarnung im Opel verbaut. Zudem bietet der Wolfsburger die Möglichkeit, ein hervorragendes LED-Licht mit Aussparen des Gegenverkehrs zu bekommen, was der Opel mit leider nicht kann. Er bietet lediglich einfach ein Basis-LED mit Variabilität dahingehend, ob in der Stadt breiter und in der Autobahn länger geleuchtet wird. Aber ein Aussparen des Gegenverkehrs, wie es der VW kann, ist dem Opel verwehrt. Somit ist der VW an sich für mich das einfach modernere Auto und wirkt auch einfach etwas frischer an sich. Und besonders gut gefällt mir hier am VW die Bremsanlage, die deutlich schön dosierbar ist und wirklich gut zupackt. Ja, kommen wir nun also zum Fazit unserer beiden Vans. Ich für meinen Teil habe mich für einen Sieger entschieden, aber die Begründung steht natürlich aus. Und zwar, der VW Touran ist für mich das technisch modernere Fahrzeug, bietet bessere Assistenzsysteme mit einem Tick mehr Innovation, auch in der Lichttechnik. An sich somit eher das Dienstwagenfahrzeug. Der Opel Zafira spielt für mich mehr den Familienvan in sich, ist zwar technisch das etwas angestaubtere Fahrzeug, bietet aber mehr Highlights, was die Familie zum Nutzen bringt, und zwar zum Beispiel die Panoramaglas-Windschutzscheibe, die mehr Licht in den Innenraum bringt und die Kinder damit immer mehr erfreut, selbst bei trübem Wetter. Oder aber das Lounge-Seating, wo die Sitze sich nach innen verschieben lassen und somit selbst bei größeren Kindern noch mehr Platz bietet, als es der Touran kann. Zudem ist er das etwas günstigere Auto, vom Antrieb ebenfalls das effizientere Fahrzeug. Der Touran bietet den etwas durstigeren Antrieb und somit mein Favorit, der Opel Zafira. Was für euch der Favorit ist, müsst ihr selber bei einer Probefahrt herausfinden. Ansonsten ist es von meiner Seite aus das gewesen für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Lasst mir gerne noch einen Abo-Daumen da
und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten weitere Fragen gerne unten in den Kommentaren. Ich werde auch die jeweiligen Berichte zu den Fahrzeugen verlinken. Und da werdet ihr dann nochmal einen ausführlichen Test nachlesen können zum jeweiligen Fahrzeug. Und somit wäre es das von meiner Seite. Und tschüss und Servus, sagt der Ubi.